Was wir hier machen werden, ist, wir werden im Grunde ein bisschen, man könnte sagen, ein improvisiertes Live-Hörspiel machen. Mit hin und wieder würfeln. Ich mache das nicht alleine, das wäre ein bisschen anstrengend und schizophren, das hier auf der Bühne alleine zu machen. Und wir machen das auch nicht nur mit Orkenspalter TV, sondern wir haben starke und mächtige Unterstützung uns geholt von Last Geek Tonight, beziehungsweise wir sind ihre Unterstützung, möchte ich fast behaupten. Es ist euer Slot. Und wir haben nicht abgesprochen, in welcher Reihenfolge ich die Leute jetzt auf die Bühne rufe. Das heißt, die müssen sich alle bereithalten und können gespannt sein. Und ich würde sagen, als erstes kommt auf die Bühne Nessie. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist Nessie. Ihr werdet gleich sehen, Nessie ist die Mit-Nessie von Last Geek Tonight. Du bist quasi das Herz und der Kern. Wir fragen mal den Christian. Christian! Ja, Christian! Ist die Nessie euer Herz und euer Kern? Die Frage ist dann, was bin ich? Bin ich das Hirn? Oder da habe ich nämlich auch Zweifel. Keine Ahnung. Aber Nessie ist auf jeden Fall das Gesicht. Das definitiv. Und wer hätte das gedacht, dass das mal ein Gesicht ist? Nee, Christian, ja. Wow, okay. Ist so, ich bin der Buddy. Buddy und der Brain. Nein, ich höre auf. Und gemeinsam werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Ich wollte sagen, was macht ihr heute Abend, Buddy and the Brain? Ja, und wir holen auch dazu The Voice. Wir haben nämlich, beziehungsweise ihr habt das eingefädelt, dass wir heute tatsächlich Rollenspiel machen mit einer der am besten wiederzuerkennenden Stimmen unter den deutschen Stimmschauspielern. Ich freue mich sehr, dass der Hans-Georg Panschak ja gesagt hat und heute mit uns spielen wird. Ich habe nämlich mein Arbeitsgerät mitgebracht. Also damit arbeite ich seit über 60 Jahren jetzt. Wobei, das ist nicht ganz richtig. Ich habe erst, als ich so ungefähr Mitte 20 war, habe ich eine Kollegin, damals wurde im Synchron noch richtig viel Alkohol getrunken und die trank morgens schon ihren zweiten Wodka. Und ich sage, sag mal, Uschi, wie machst du das? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin Alkoholikerin, das ist die eine Seite, aber die andere ist, ich habe einen Korken. Und diesen Korken tue ich mir, bitte nicht nachmachen, wenn man es nicht vorher geübt hat, hochkant in den Mund. Und dann übe ich morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, einen Satz. Bei mir ist es ein länger, der heißt ungefähr, ungeachtet der jeglichen Gesellschaftsstruktur, die in einem Staatswesen vorhanden ist und so weiter. Und dann ist das überdehnt und dann kann man schnell und sauber sprechen. So. Wie oft wurdest du schon angehalten? Und kochen. So, jetzt bin ich still. Ich bin beeindruckt. Ja, wir werden Rollenspiel spielen. Du wolltest mehr oder weniger davon überrascht werden, beziehungsweise ja. Ich glaube, was bis vorher von dir gesagt wurde, es ist ein bisschen wie Impro-Theater. Improvisieren ist sowieso immer sehr lustig und ja, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, genauso wie ihr. Das, traditionellerweise macht man das im Sitzen. Das ist so ein klassischer Nerdsport, wo man zu Hause, also meine ersten Rollenspielrunden waren an so einem klassischen Fliesenkacheltisch, ja, im Partykeller meiner Großeltern, ist jetzt aber auch schon eine Weile her. So, wie das funktioniert, das ist eigentlich ganz simpel. Es wird bei so klassisch bei Rollenspiel wird aufgeteilt. Es gibt eine Person, die erzählt die ganze Geschichte. Also die beschreibt dann zum Beispiel, wir sind auf Planet so und so. Und da ist eine Person, die kommt auf euch zu und sagt, hallo, was macht ihr hier? Ganz simpel gesagt. Und der Rest spielt jeweils eine Person. Und versucht die dann zu verkörpern, indem man beschreibt, was die macht. Zum Beispiel, ja, ich gehe hin und sage ebenfalls, hallo, schön dich kennenzulernen. Ganz simpel gesagt. Und wir haben mit euch vorher ein bisschen abgesprochen, was ihr so spielt. Du spielst einen Druiden. Ich bin ein Kopfgeldjäger-Druide namens 13 Lom. Ja, du bist aus der Lom-Reihe. Wir dachten uns, die IGs, die bekommen immer die ganze Aufmerksamkeit oder den Attentäter-Druiden. Kopfgeldjäger-Druiden natürlich, nicht Attentäter. Und naja, deswegen bist du jetzt ein Lom-Protokoll-Druide. Aber die manchmal drehen die ein bisschen durch. 13 Lom. Und später okay. Die Nessie, du spielst eine Aufpasserin im Namen des Senats, die hier jemanden begleitet. Und wir haben noch keinen Namen für dich. Richtig. Habe ich das richtig verstanden? Sie ist nicht Senatorin? Nein, sie ist eine Aufpasserin im Namen des Senats. Das richtig. Ist so dein Anstandswauwau, den du dabei hast. Ich muss dazu sagen, wir haben hier keinen Monitor vorne. Also ich kriege nicht immer alles mit, was sie sagt. Genau. Ich versuche laut und deutlich zu sprechen. Ich nehme so den Korken. Genau, kann ich mal mit dem Korken üben. Ob das auch mit dem Würfel geht? Und so oder so. Wir brauchen noch einen Namen für Nessie. Richtig, ich habe noch keinen Namen. Und Ich finde, Star Wars-Namen kann man immer ganz gut zusammensetzen, immer indem man die Leute fragt, wo sie herkommen. Wo? Da, klassisches Krieg der Sterne-T-Shirt. Aus welchem Ort kommst du? Hat es jemand gehört? Ich habe es verstanden, Eichert. Eichert. Dann haben wir schon mal die Silbe Ei.
Dann hier in der ersten Reihe. Jemand hat sich tapfer in die erste Reihe gewagt. Wo kommst du her? Postbauer Henk. Eichert, Wahnsinn, die kommen alle aus Eichert. Postbauer Henk. Okay, also Postbauer Henk. Der also, Bahnhof ist klasse. Also da haben wir jetzt Ei und Po. Okay. Das ist noch nicht der dümmste Star Wars-Name, den ich kenne, Ei, Po. Diese Kombination gibt es auch in anderen Genres. Nicht hilfreich, danke. Gut. Und dann als allerletztes noch ihr da mit allen. Genau, wo kommst du her? Ratingen, Eipo. Ratingen, das konnte ich erraten, ja. Das ist, Dann bist du Eiporatin. Irgendwas? Eiporatin. Ja. Eiporatin. Eiporatin. Gut. So, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das ist ein Publikum, bei dem ich nicht erklären muss, was der Legends-Kanon ist. Aber nur zur Sicherheit nochmal, wir bewegen uns in diesem sogenannten Legends-Kanon. Also was ursprünglich vor den neuesten drei Filmen weitergeschrieben wurde mit Romanen. Und inzwischen zum Beispiel ja auch mit Hörspielen. Die Thrawn-Trilogie ist ja sehr schön aufbereitet worden. Und wir setzen mehr oder weniger da ungefähr ein. Und das, was du wissen musst, ich glaube, alle können sich denken, welchen Charakter du spielst. Lea? Gerne, finde ich gut. Wir können spontan eindrehen. Wir hatten zugegebenermaßen ganz langweilig damit gerechnet, dass du Luke Skywalker spielst. Okay. Wenn du dich da ein bisschen reinfühlen kannst in die Rolle. Ich versuch's. Das wäre sehr schön. Und deine War Aufgabe? Das nicht versuchen, sondern tun oder so? Ja, genau. Ja. Jetzt, mein Meister würde mir jetzt auf den Deckel geben, völlig richtig. Ja, übrigens muss ich ganz kurz eins sagen, diesen Satz finde ich nicht gut. Ich glaube, man sollte Dinge versuchen können, bevor man irgendwie merkt, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Aber sonst hat er immer recht. Ich glaube, der hatte auch so einen Hut, wo er immer irgendwie so Sprüche rausgezogen hat. Und ich weiß nicht, der war vielleicht nicht vollständig oder so. Glückskeks oder so. Ja, Glückskeks. Das war dann eher der Arschkeks. Ja, genau. Und deine Aufgabe aktuell ist es, neue potenzielle Jedi zu finden. Potenzielle was? Jedi. Jedi, ja, klar. Ja, du musst ja eine Schule zusammenstellen, Stück für Stück. Ja, und okay. Wieder neue Leute ausbilden, weil du der Letzte bist. Und deine Schwester offensichtlich keinen Bock drauf hat. Das ist mehr oder weniger die Situation, in der wir uns befinden. Und dann werden wir jetzt Stückchen für Stückchen versuchen, das ein bisschen zu erspielen. Und wir halten uns jetzt nicht auch jetzt exakt an irgendwelche Comics oder Bücher oder die es da gibt, sondern wir erzählen einfach gemeinsam eine kleine Geschichte. Da ich den Kanon sowieso nicht so genau kenne, wird das sowieso ganz anders. Das ist auch der Sinn dahinter, dass man sich bei Rollenspielen nicht an klare Vorgaben hält. Das ist eh schöner. Ich meine, es gibt Rollenspiel zu allem Thema. Ich glaube, zu Star Wars allein sind seit den 80ern drei oder vier Editionen verschiedene Spiele rausgekommen, wo man Rollenspiel spielen konnte. Philipp zeigt gerade drei. Ja, einmal mit W20, einmal mit W6, einmal mit Würfeln, auf denen komische Sachen spielen. Wir spielen ganz einfach mit diesem Würfel. Wenn ihr was probieren wollt, was gefährlich ist oder was schiefgehen kann, wird er gewürfelt. Hoch ist gut, niedrig ist schlecht. Habe ich nicht ganz verstanden. Wir können eine Chance. Unten ist schlecht, oben ist gut. Ja. Für was? Um was zu erreichen. Für alles, was ihr ausprobiert. Wenn ihr sagt, ich will da hochklettern, ich will da rüberspringen, ich will dem eine verpassen, aha, ich will ausweichen. Gut. Dann schauen wir immer. Und wenn es etwas ist, was eure Charaktere besonders gut können, würfeln wir ihn zweimal, nehmen das Bessere. Und das ist alles. Das ist kein offizielles Regelwerk, wie sich die meisten Leute vielleicht denken können. Aber es ist sehr einfach und man kann es schnell lernen. So. Sehr gut. Das ist der Würfel. Stellt euch vor, folgende Situation. Luke Skywalker ist ausgesandt worden, einem Gerücht nachzugehen, dass im Aurel-System ein Jedi gesichtet wurde. Oder zumindest jemand, der Kräfte aufweist, die ihn als Jedi geeignet machen. Dort gibt es eine sehr alte Raumstation, die fast eher wie ein Planet ist. Und dort sollst du dich mal umtun. Du hast aber jemanden dabei, die auf dich aufpasst. Ich glaube, wir alle wissen, wie wir uns Luke Skywalker vorstellen müssen. Aber wie sieht denn Eipo Rating aus? Eipo Rating ist tatsächlich sehr klein, also sogar noch ein kleines Stück kleiner als Yoda, so im Vergleich, aber fast wendiger als Yoda in jungen Jahren. Also ich bin vom Tisch aus gesehen so,
kann mich tatsächlich auch immer gut hinter Luke verstecken und vorbrechen und ihn damit sehr gut beschützen. Das ist dein Job? Bist du bewaffnet? Ja, Punkt. Ja, ich bin bewaffnet. Ja? Ich habe so einen kleinen Blaster, habe ich. So einen kleinen. Der schießt aber genauso gut wie alle anderen. Gut. Euer Schiff, mit dem ihr eintrifft in dem System, Landeanflug ist kein Problem, das ist alles oft genug geübt. Ihr seid ein sehr guter Pilot und eine gute Pilotin. Und das heißt, ihr findet auch eine von den Sektionen, die ausgewiesen ist als Landebereich. Aber ihr seht direkt schon, dass die ganze Region ziemlich in Mitleidenschaft gezogen ist. Da sind ziemlich in die Landschaft? Mitleidenschaft gezogen ist. Vielleicht machen wir uns ein bisschen lauter. Und dass da teilweise die Bereiche eingestürzt sind, dass es fast eher aussieht, als wären da ein paar Hügel zusammengesunken, als dass das künstliche Konstrukte sind. Da wuchert auch alles Mögliche an Pflanzen drüber. Und als ihr landet, knirscht es auch unter den Kufen des Raumschiffs, der Fähre, die ihr benutzt habt. Als dann ein paar Sachen so einsinken, es wackelt kurz einen Moment, ein bisschen zur Seite. Und dann mit einem leisen Zischen wird euch mitgeteilt, dass der Druckausgleich stattgefunden hat. Ihr könnt das Raumschiff jetzt verlassen. Gut, also wir sind bereits im Landeanflug. Hypoing, wie sieht es aus mit der Atmosphäre? Haben wir einen Check? Die Atmosphäre ist für uns alle atembar, ohne Hilfsmaßnahmen. Okay, alles gut. Rückkehrschub. Danke. Und jetzt das Aufsetzen. Wir haben noch 100 Fuß, 80 Fuß, 60 Fuß, 40 Fuß. Langsamer. Chewie ist ja nicht dabei. Ich fühle mich so alleine heute ohne Chewie an meiner Seite. Okay, aber das war der Aufprall. Oh, warte, haltet vor, es rutscht. Halt dich fest. Er steht. Ich versuche ihn festzuhalten, bevor er vom Stuhl rutscht. Ja, das heißt mit deinen kleinen Händen nach ihm. Okay. Ich habe so Mini-Hände, aber ich kann an Stellen mich festklammern. Ja, bitte nicht da. An anderen Fingern. Also, okay. Ich meinte Finger. Ich auch. Achso, ich habe vier Hände, habe ich vergessen zu sagen. Ah. Ich kann also vier Finger gleichzeitig, auch für Kühe merken, super praktisch. Aber egal, ich an den Fingern. Und können wir jetzt aussteigen? Von meiner Seite aus? Okay. Lass uns mal rausschauen. Es sieht ein bisschen so aus, als wären vor einiger Zeit die Sturmtruppen vorbeigekommen, oder? Alles ein bisschen kaputt hier. Auch ein bisschen überwachsen schon. Ja, viel kaputt hier. Wie sieht es aus? Computer, haben wir irgendwelche fremden Lebenswesen irgendwie in der Gegend? Kann man irgendwie, besteht Gefahr? Die Anzeige springt auf und zeigt an, es gibt eine ganze Reihe Lebensformen und tatsächlich auch welche, die markiert sind, dass sie gefährlich sind, Raubtiere. Raubtiere? Hey, dann werde ich mein Lichtschwert mitnehmen müssen. Du hast deinen Blaster? Ich würde, ich würde tatsächlich trotzdem einen Schritt vorgehen, weil ich sehr flink bin und dann kann ich das schon mal. Außerdem lass uns jetzt die Landerampe runterfahren, oder? Runterfahren? Ach, ich gehe. Ja, runterfahren, die Landerampe, oder willst du durch die Tür laufen? Ich dachte, wir müssen die Rampe runterfahren. Okay. Mit einem Dreirad. Okay, ja. Ich sag, bleib. Atme. Und? Super. Es ist toll, man merkt einfach, wenn die Zivilisation kaputt ist und die Natur sich die Zivilisation zurückholt, eine ganz andere Luft. Und kein Smog, keine Abgase. Und ist das irre? Es riecht nach toll? Ziege. Es müssen Wookies hier gewesen sein. Das kann natürlich sein. So, ich habe ein Stück der Macht gespürt. Lass uns einmal gucken, in welche Richtung wir gehen müssen. Du konzentrierst dich und währenddessen knirscht es leise unter den Füßen von Ipo. Nein, ich stehe. Ich brauche die Ruhe. Lass uns nach Süd-Südost der Doppelsonne gehen. Ich habe ein Knirschen gehört. Was knirscht? Du schaust runter, das war unter deinen Füßen. Und es ist die Schulter und der Oberarm von einem Druiden, der unter dem Schutt halb vergraben ist. Oh, Luke, Master Luke. Was hast du gerade da zertreten? Ich bin auf einen Druiden getreten.
Gott sei Dank bin ich so klein, es ist nicht viel kaputt gegangen. Es ist nicht gegangen. Die A2-Serie, es ist auch nicht die 3PO-Serie, das insofern... Ich kenne die Serie nicht. Ja, also ich weiß nicht, dann geh doch einfach zur Seite. Ein achtes Bewusstsein kehrt in dich zurück und das sind die ersten Worte, die du hörst. Widerstand ist zwecklos. Wer tritt auf meine Schulter? Sag mal, das ist doch eine andere Galaxis. Widerstand ist zwecklos? Das kommt mir sehr aus Star Trek bekannt vor. Master Luke, Star Trek? Nein, es hat gesprochen. Ich habe... Hat es gesprochen? Ich höre... Das war der Droide gerade. Oh, Widerstand ist nach wie vor zwecklos. Grabt, ihr Narren. Was machen wir mit diesem Droiden? Ich mag ihn jetzt nicht hier eliminieren. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Wir kommen in Frieden. Und möchten gerne von dir erfahren, ob du irgendjemanden hier kennst, der besondere Kräfte hat. Ich gebe erst Auskunft, wenn ihr mich ausgegraben habt. Dann grab bitte. Ich komme zurück auf meine vier Hände. Eben, du hast doch vier. Und ich grabe und grabe. Und? Zufrieden? Könntest du jetzt die Frage beantworten, bitte? Es ist viel besser. Identifiziert euch. Infiziert euch? Mit identifiziert was? Ach so, euch. Wir sollen es infizieren, ja. Nein, mein Name ist Luke Skywalker. Das da was ist von mir? Iponting? Vage, ja. Iporating. Iporating. Er kommt aus Eichstätt-Ratingen und irgendwoher, was wir nicht verstanden haben. Mein Meister, es ist vielleicht nicht ganz so ratsam, deinen richtigen Namen direkt zu verraten. Gut, ich bin nicht Luke Skywalker, ich bin alias Luke Skywalker. Sie sind nicht der Skywalker, den ich suche? Nein, ich bin der andere. Okay. Ich bin 13, Lom, der unglückliche Bruder von 1 bis 12, Lom. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Wie war die Frage? Die Frage war, ob du jemanden hier schon kennst, der gewisse Mächte hat, der zum Beispiel die Augen schließt, die Hand hebt und einen Baum von links nach rechts bewegt. Hast du so jemanden schon mal getroffen? Lassen Sie mich meine Aufzeichnung kontrollieren. Nein. Das war schneller als bei C3PO, ne? Ja. Okay, gut. Was machen wir dann? Wir buddeln ihn wieder ein. Nein. Ach, nein, ich glaube, er könnte uns noch hilfreich sein. Wir haben gesehen, es gibt hier fremde Lebewesen, die uns gefährlich werden könnten. Und so ein Droide könnte... Bist du bewaffnet? Ich grabe mal selber ein bisschen im Boden und grabe meinen Blaster aus. Positiv. Ah, sehr gut, aber das ist doch ein ERF. Damit trifft man doch nichts. Ich treffe alles. Dann ist gut. Gut, dann lass uns losgehen. Du siehst doch über seine Schulter, dass an der Fähre vorbei, mit der sie gelandet sind, sich gerade ein Tier bewegt. Das ist vielleicht so einen Meter etwas länger, pelzig, mit mehreren Gliedmaßen. Und das öffnet gerade ein Maul mit sehr vielen nadelspitzen Zähnen. Und so. Dann werde ich direkt im Anschluss, als ich sage, ich treffe alles, einen lockeren Schuss aus der Hüfte direkt ins Maul schießen. Ja, schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Eine 7. Du schießt grob in die Richtung. Ich treffe alles. Ich könnte, ich wenn er nochmal würfelt, vielleicht, wenn er ein bisschen näher rankommt, könnte ich den Strahl noch ablenken. Ja. Aufs Ziel. Nein, er muss. Ja, ja, er schießt und du versuchst ihn zu helfen. Es ist wahrscheinlich komm, durch das... Sechs, noch mal runter. Du könntest ja mit der Macht den Würfel auf eine 20 drehen. Achso, zweimal, genau. Okay, ich bringe... Bemerkenswert, das ist ein Schuss direkt in das Maul des Tieres. Ich treffe alles. Genau, wie gesagt. Sehr gut. Da haben wir die erste Gefahr hier bereits gebannt. Und die zweite Gefahr, also du weißt nicht, ob es eine Gefahr ist. Ihr seht mehrere Leute in längeren, zerschlissenen Roben und mit Kapuzen, die sie hochgezogen haben, über einen dieser Schutthügel kommen und in eure Richtung spähen. Geben die Hände über die Augen, eine von denen holt auch ein Fernglas raus und schaut in eure Richtung und dann gestikulieren sie und laufen auf euch zu. Ich schieße auf Kommando. Nein, nein, bitte nicht schießen, warte. Wir wollen keine Opfer unter irgendwelchen unschuldigen Zivilisten hier verursachen. Warum nicht? Vielleicht, weil es um Ethik und Moral auch gehen kann, aber das kannst du als Droide wahrscheinlich, bist du nicht darauf programmiert? Auf Empathie? Bist du auf Empathie programmiert? Nein. Du weißt gar nicht, was das ist, oder? Nein. Also ja. Nein. Ja, weil du es nicht weißt. Nein. Ja. Ja?
Ich spüre eine Erschütterung in meinen Schaltkreisen. Genau, das ist der Zweck der Sache. Okay, ich buddele mich ein. Während ihr das genannt. Okay, also wir haben die Leute da vor uns. Ich glaube, die brauchen unsere Hilfe. Was sagst du, Eichstätt, Ratingen? Eiporating. Master Luke. Hattet ihr nicht eine lange Reise gemeinsam? Ich weiß immer noch nicht genau, woher er kommt. Da fehlt mir irgendwo ein Puzzle in diesem Eichstätt-Ratingen. Sollen wir vielleicht, oder soll ich vielleicht zusammen mit Lom 20? Nee. 13 Lom. 13 Lom ihr mal bildet die vorgehen Vorhut. Und du bleibst ich bisschen... Ich gucke mir das von hinten an, völlig richtig. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir beide gehen mal langsam Richtung winkender Kreaturen. Ich winke mit Blaster in der Hand. Dann, sie werden etwas zögerlicher. Die vorderste Person hebt auch die Hände. Nimm deinen Blaster runter. Ich winke dafür mit vier Händen. Die Person kommt näher, nimmt die Kapuze ab. Ihr erkennt jetzt, das ist ein Mensch, männlicher Mensch, dunkle Hautfarbe, der nochmal zögerlich winkt und sagt, Fremde haben wir selten hier zu Besuch. Was bringt euch denn hierher? Ich bin mit meinem Meister hier auf diesem Planeten gelandet. Euer Meister ist ein Droide? Nein, man weiß es nicht. Teilweise. Okay. Ach, oh, das ist euer Meister. Ich verstehe. Ja. Genau. Ja, Meister, komm noch mal ran. Ich hatte gedacht, dass du die Frage beantworten kannst. Ach so, ich dachte, ja, wir sind auf einer Suche. Ja, gut, dann unterstütze ich dich jetzt. Wir suchen für unsere Akademie wieder neue Nachkommen für den Kampf gegen die Erste Ordnung, gegen die dunkle Seite der Macht. Und wir suchen halt eben nach einem Jedi oder nach jemandem, den wir zum Jedi ausbilden können, da er quasi die Macht, dass die Macht ihn durchdringt, dass er sie spürt, dass er sie bewusst wahrnehmen kann. Und darin würden wir ihn trainieren und das wäre durchaus für ihn von Vorteil. Weil er würde dann bestimmt bessere Klamotten anbekommen, als du sie jetzt gerade anhast. Oh, nun. Interessante Informationen. Ich füge diese Daten meinem ursprünglichen Auftrag hinzu. Ich denke, wenn, dann am ehesten sucht ihr nach Solusa, nach Lord Solusa. Lord Solusa? Er verteidigt unser Dorf gegen das Imperium und andere Leute, die herkommen. Das kann nur ein Freund sein. Absolut. Ich habe von ihm gehört. Kann man dir vertrauen? Mir kann Lass man... Lass es mich spüren. Ja, ich vertraue dir. Oh. Lord Solusa lebt sehr abgeschieden und er möchte eigentlich keine Gäste. Deswegen... Vielleicht können wir ihm ein Geschenk machen? Wollte ich gerade sagen. Haben wir ein paar Glasperlen oder irgendwas dabei? Haben wir was? Wir hätten im Schiff, wir haben ja viel Gerümpel da rumliegen. Vielleicht. Wie findest du denn diesen Planeten? Wo wir gerade ein Geschenk anbieten würden. Vielleicht braucht er einen Diener oder einen Berater. Wirklich? Möchtest du wieder nach Hause? Ja, ich möchte mit dir mitkommen. Nach Hause Meister. Telefonieren. Okay, nee, wir hätten tatsächlich im Schiff haben wir ganz viel. Schrott und? Auch Schrott, aber vielleicht auf diesem Planeten. Vielleicht Merchandise. Auch das? Eine schöne Actionpuppe. Das wär's doch. So. Von meinem Papa? Wollen wir es von Papa ihm eine. Ich musste kurz überlegen, wer dein Papa ist. Es tut mir sehr leid. Das ist der Grund, warum ich so gern hier auf Star Trek Conventions gehe. Ich meine, das wäre deine Chance gewesen zu sagen, das ist dein Vater. Spoiler! Nein! Ja, okay. Wir nehmen mal so ein bisschen was mit und vielleicht findet er das ja nett und lässt uns hinein zu einer kleinen Audienz. Ich frage mich nur, wenn er bereits schon ein Lord ist, ob er dann noch Interesse hat, überhaupt als Padawan irgendwie anzufangen. Lass es uns probieren. Er wird müssen, Widerstand ist zwecklos. Ja. Und halt deinen Blaster erstmal zurück. Genau. Gut. Er hat doch Emotionen. Nein, er ist eingeschlafen. Ah. Er hat sie abgeschaltet. Standby.
Ihr besteht also darauf, ihr wollt den Lord Solusa aufsuchen. Wir bringen Geschenke. Und habt ihr jetzt tatsächlich eine Darth Vader-Puppe dabei? Naja, ich meine, wenn er wirklich gegen das Imperium, dann hat er so eine Art... ich will die Reaktion sehen, ja, haben wir. Sandsack, dann kann er mal gegenhauen oder so. Hilft ja vielleicht. Oh. Seid ihr sicher, dass ihr nicht auf der Seite des Imperiums seid? Ja. Ja, absolut. Das ist ausgesprochen seltsam. Wir können nicht deine aufhalten. Hand auf meinen Kopf und spüre. Der Frieden, der von euch ausgeht, ist... Siehst du. So etwas habe ich lange... Selbstverständlich, wir werden euch den Weg zeigen. Aber den letzten Teil müsst ihr selbst gehen. Wir belästigen ihn nicht und suchen ihn nicht heim. Er kommt zu uns, nicht wir zu ihm, wenn ihr versteht. Okay. Folgt uns. Wir tun es. Es gibt kein Versuchen. Sie führen den Weg an. Das geht zwischen diesen Hügeln von halb eingestürzten Gebäuden hindurch. Und dann... Der Weg führt an einen leicht schrägen Hang zu etwas, was wahrscheinlich mal ein Turm war, aber nur noch zur Hälfte steht. Turm? Und der sich dann weiter oben so ein paar Mal um diesen Hügel windet, um dann zum Eingang des Turms zu führen, der Weg. Das Ganze ist ziemlich uneben, es gibt kleine Erkerchen, die da draus hervorwachsen und um euch pfeift auch ein etwas unangenehmer Wind und die ganzen Dorfbewohner nicken ehrfürchtig in Richtung des Turms und auch zu euch und sagen, dort oben hält sich auf in der Regel. Also gut, wie war dein Droidenname? 13 Lom. 13 Lom. 13 Lom, geh du bitte voraus. Falls er sich anders überlegt, kannst du uns mit deinen Verhandlungen aggressiv oder nicht aggressiv? Nein, unaggressiv. Bitte absolut unaggressiv. Er hat uns bestimmt schon bemerkt von dort oben. Er hat einen hervorragenden Blick auf uns. Insofern müssen wir darauf vertrauen, dass er uns nichts tun wird. Dann haltet meinen Blaster. Kannst du Treppen steigen? Mein Erzfeind. Ich werde es probieren. Okay. Es ist zum Glück größtenteils eine Rampe. Und ich weiß nicht, ob das leichter macht oder noch schlimmer. Aber komm nicht zu nah an den Rand. Es geht immer steiler runter hier. Ja. Ich hätte gerne mal, dass du diesen Würfel würfelst, um zu schauen, ob du was Bestimmtes siehst. 12. Du bemerkst so in dem Moment, wo du draufsteigst, dass der Boden eine leicht andere Konsistenz hat und ein leises Klick macht. Und du bemerkst das rechtzeitig, dass du den Fuß nicht nochmal wieder hebst. Falle? Meister? Könnte sein. Es ist mir unmöglich, weiterzugehen. Weil? Es scheint eine Falle zu sein. Eine elektromagnetische Falle. Naja, du bist natürlich aus... Lass uns vorbei. Warte du hier auf uns. Wir werden mit dir Kontakt aufnehmen. Hast du ein... wie heißt das Ding? Communicator? Kommunikator. Hast du was dabei, dass wir dich anpiepsen können, wenn irgendwas ist? Ist noch eingegraben. Ich gehe jetzt nicht zurück. Ich bin ja sehr flink. Okay, ich laufe ganz schnell zurück. Wir rufen, falls was ist. Puddel aus und bringen wieder. Weil wir bleiben ja nicht gefangen. Es ist ja elektromagnetisch. Wir sind ja aus Fleisch und Blut. Gebt mir meinen Blaster wieder. Schade, war gut. Meister, soll ich vielleicht, ich bin ja sehr leicht, tatsächlich versuchen, diesen Weg weiterzugehen. Vielleicht löse ich da nichts aus. Okay, aber ich kann nicht sicher sein, dass da, wo du es passiert hast, dass ich nicht da in ein Loch falle, weil du bist leider sehr viel leichter als ich. Aber ich muss es dann eben spüren. Lass uns gehen. Ich probier's. Gut. Gleiches Spielchen. Ich probier's nicht, natürlich. Es ist eine 3. Nach 3 Schritten ist schon wieder Schluss. Du marschierst vorne weg, schiebst so ein paar niedrige Gebüsche und Gewächse und dergleichen beiseite und läufst vorbei. Und was Luke Skywalker von hinten sieht, ist, dass so ein kleiner roter Punkt einmal seitlich über den Kopf und die Schulter von ihr wandert. Was sehe ich? Ein roter Punkt, so ein Lichtpunkt. Ach, so ein Laserstrahl. So eine Laserfalle. Vorsicht, Vorsicht, Eichstätt, Raststadt, wo auch immer du herkommst. Es ist... Da könnte was im Busche sein. Ah, es ist ein Laser, eine Laserfalle. Warte, sie kommt von rechts, sie ist hinter dem Busch. Siehst du, wenn man die Zweige etwas zur Seite räumt, siehst du diesen Kasten, da kommt das Licht her.
Ah, es ist sowieso eine Schaltung. Schade, dass 3PO nicht, dass R2D2 nicht da ist. Aber ich habe ja ihn oft beobachtet, wie er das macht. Sekunde, ich öffne den Kasten. Vorsicht, ja, das geht. Und da sind die Schalter. Guck mal, ein Schalter. Da steht in Englisch on, off. Erstaunlich. Gut, ich mach mal auf. Off? Ja, gucke mal. Der Lichtstrahl ist weg. Ach, und C3 Long. Guck mal, er kann sich bewegen. Komm, komm, Junge, komm, beeil dich. Du hoffst, dass die Aussage stimmt. Ich habe die Falle gerade, wir haben sie eliminiert. Mensch, so einfach. Und läufst weiter. Und das mit einer 3. Ihr bewegt euch eine weitere Drehung um diesen Turm herum, als sich oben die Tür öffnet und jemand heraustritt. Ein hochgewachsener menschlicher Mann in langer, zerschlissener schwarzer Kleidung, der zu euch herunterschaut. Und dann langsam von seinem Gürtel den Griff eines Lichtschwerts holt und ja? Es aktiviert und mit einem Knacken und einem Tsch eine rote Klinge ausfährt. Eine rote? Meister, rot nicht gut. Nee? Nein. Ich hatte gehofft auf blau oder grün. Oh. Ach, ich schieße auf Kommando. Nein, nein, nicht schießen. Das ist etwas unter uns. Wie heißt der Lord? Solusar hieß es. Solusar, wir kommen in Frieden. Das glaube ich nicht. Hunde des Imperiums, weg mit euch. Bitte zwinge mich nicht, mein Laserschwert zu nehmen und dir zu zeigen, was mir Yoda einst beigebracht hat. Bist du auch einer von denen, die übergelaufen sind? Schande, Schande über dich und Schande über alle deinesgleichen. Stell dich mir oder flieh. Ich hatte schon geahnt, wenn du ein Lord bist, bist du ein Lord der Sith. Dann stell dich der Macht. So. Jetzt müssen wir würfeln, ne? Ja, er macht einen relativ entspannten Satz runter, holt mit dem Lichtschwert aus und du? Das werden wir mit einer 10 kontern. Das heißt, dieser klassische Überkopfschlag, der wird abgewehrt. Ja, wird abgewehrt. So, der erste Schlag ist gelaufen, dann kann ich weiter würfeln? Oh. Eine 16, das ist mein Gegenangriff. Ich werde ihn an der Seite, am Knie, ein Stück von seinem... Von seiner Hose entfernen und er wird etwas bluten. Er wird jetzt nicht mehr das rechte Bein so einsetzen können. Das ist, ja, tatsächlich, seine Parade kommt einen Hauch zu spät. Er stößt einen leisen Schmerzenslaus aus und versucht dann wiederum dir zuzusetzen, dein Schwert beiseite zu schlagen mit einem Aber Tritt. Ich wehre nach links unten ab. Er hat eine 18 tatsächlich gewürfelt. Das heißt, du wirst von seinem Tritt ein paar Schritte zurückgeworfen. Richtig. Und dann geht ihr wieder in Ausgangsstellung. Ich habe eine Rolle rückwärts gemacht, bin aber wieder aufgesprungen, habe mein Lichtschwert gegriffen, was mir gerade entglitten ist, und stelle mich ihm. Meister, sollen wir dir helfen oder möchtest du das alleine? Brauche ich nicht, ich habe eine 16. Okay. Hier, bitte. Ja, eine 16. Also, ergib dich der Macht. Du siehst, es hat keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig töten. Lass uns reden. Ich werde nicht wieder zurückgehen zu den Inquisitoren. Du musst nicht zurückgehen. Du musst nach vorne schauen. Wer? Er sieht die Darth Vader-Puppe in den Händen von Ipo. Lustige Hat Geschichte. Ihr euch Wer seid ihr? Das ist eine Voodoo-Puppe. Eine was? Eine Voodoo-Puppe, damit... Du kannst mit kleinen Lichtschwertern hineinpiksen und dann tut es ihm wirklich weh. Ah, was die Hexen auf Datumir gemacht haben. Ja. Exakt, exakt. Ich könnte meinen Blaster zücken und auf die Puppe schießen. Langsam nervt er, ne? Aber das wäre cool. Kannst du weniger militant sein? Ich schieße einfach auf den Kopf der Puppe. Ach so, ja, wir müssen dir den Befehl geben. Ja. Schieß auf die Puppe. Er trifft, ich treffe du triffst alles. Den anderen. Ich treffe alles, außer die Puppe. Also, er schießt knapp an dir vorbei. Du weißt nicht genau, was das soll. Ich schieße zurück. Das? Also, ich versuche auch die Puppe zu treffen. Irgendwas stimmt in meinen Schaltkreisen nicht. Hier, 13 Lom, ich zeig mir, wie das geht. Da du ja direkt dran bist, mehr oder weniger. Richtig, ich hab die an der Hand. Ja. Also in der. In einer deiner In der dritten Hände. Hand. Ja. Nee, Second Hand. Ist ja wurscht. Und. Ja, ich müsste treffen. Was ist das für eine seltsame Vorstellung, die ihr hier macht? Ich verstehe nicht ganz, wer seid ihr und was wollt ihr hier?
Ich schieße erstmal, oder? Nee. Also, nicht. Wenn du auf eine Puppe schießt, die du in der Hand hast, brauchst du nicht würfeln. Aber dann schießt mir doch ein Loch in die Hand. Okay. Aber du hast doch noch drei. Die eine Hand, mein Gott, du hast doch drei. Als ich auf die Welt kam, hatte ich 9. Gut. Oh, shit. 13, ich glaube. 13, Tom? Du triffst ihn. Okay. Es vielleicht weckt es gewisse Erinnerungen, als der Helm aufbricht und Flammen aus der Rüstung herausschlagen nach dem Schuss auf die Puppe. Aber auf jeden Fall ist Nein, Vater, ich lass dich nicht allein. Ich lass dich nicht zurück. Ich werde dich retten. Das mache ich. Entschuldigung, ich habe gerade einen Flashback gehabt. Als die Maske abgenommen habe, weißt du, es war schlimm. Ich weiß, schlimme Erinnerungen, ja. Aber deshalb sind wir nicht hier. Ja. Darth Vader ist tot. Mein Vater ist gestorben, ja. Sagt es Ihr Vater? Das ist richtig. Ha, lustige Geschichte. Nein. Nein, ich glaube, wir sollten uns wirklich zu erkennen geben. Ja, ich Eichstätt, Rastatt, was ja, auch immer. Meister, ich überlasse das dir. Ja. Ich bin der legitime Sohn von Anakin Skywalker, weil Darth Vader ist tot. Aber Anakin Skywalker ist in die Macht übergegangen. Aber Anakin Skywalker ist schon seit dem Ende der Klonkriege tot. Nein, Anakin Skywalker wurde zu Darth Vader. Und ich habe ihm zum Schluss, so hat er es mir gesagt, der Vater zu mir gesagt, nein, Luke, du hast mich schon gerettet. Insofern ist es wieder Anakin Skywalker, ist er zu Anakin Skywalker geworden und ins Licht gegangen. Ich kann nicht behaupten, dass ich wirklich verstehe, was ihr sagt, aber... Dann schau dir doch bitte mal den 6. Teil an. Ah. Ich bin noch am Anfang vom 4. Tut mir leid. Da wusste ich ja noch nicht mal, dass Leia meine Schwester ist. Was? Was? Spoiler, Spoiler! Ich schlage alle 4 Hände vors Gesicht. Oder? Also, wie sieht es aus? Würdest du uns begleiten wollen nach Tatooine, um ein Padawan zu werden und die helle Seite der Macht zu verteidigen? Oder bestehst du darauf, ein rotes Lichtschwert mit dir zu führen für die nächsten 30 Sekunden, nämlich dann wirst du tot sein? Er deaktiviert das Lichtschwert. Es wäre sicherlich ein gutes Ende für meine Geschichte, wenn ich wieder ein anderes Schwert führen würde, wieder auf der hellen Seite stehen würde. Ich wusste nicht, wir erfahren nicht viel, was in der Galaxis vorgeht. Ich wusste, es ist noch Gutes in dir. Das wusste ich selbst gar nicht so zwingend. Aber die Leute hier, ich beschütze sie. Irgendjemand anders muss auf sie aufpassen. Sie müssen woanders hingebracht werden. Wir werden C-3PO hier stationieren und an seine Seite werden wir Chewie stellen. Und sie werden auf deine Leute aufpassen. Danke. Vielleicht lassen wir 13 Lom auch da zum Schutz der Bewohner. Nee, der will immer gleich schießen. 13 Lom. Buddelt mich wieder ein. Aber euren Namen habe ich noch nicht gehört. Aiporatin. Aiporatin. Eine ist mir eine Ehre. Ansonsten, mein vollständiger Name ist Kam Solusar. In deinem Speicher gibt es so ein leises als Verbindungen wiederhergestellt werden. Dein Vertrag lautet auf Kam Solusar. Tot oder lebendig, vorzuziehen, tot. Haben wir deinen Namen richtig verstanden? Han Solo Saar? Kam Solo Saar. Solo Saar. Wiederholt eure Identifikation. Ihr seid Kam Solo Saar? Ja, das ist mein Name. Widerstand ist zwecklos. Ergebt euch oder ihr werdet hier gerichtet. Ich verstehe nicht, was euer Druide von mir will. Ich ziehe meinen Blaster und ziehe auf. 13 Lom, sofort. Nein, stopp. Steckt den Blaster wieder ein. Dieser Auftrag hat Priorität. Soll ich schießen? Nein, es muss doch eine friedliche Lösung geben. Mein Gott. Obi-Wan, hilf mir! Du schaust dich um, aber es fehlt an jedem zarten Blatt. Kein Machtgeist in der Gegend? Kein Machtgeist in der Nähe, nein. Doch, 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 da ist er. Bitte, bitte hilf mir.
Obi-Wan, du bist es. Du bist, hast ein anderes Hemd heute an, ich sehe es. Aber könntest du bitte, bitte drei Long CP, drei 13 Long, wie oft denn noch? Könntest du ihn bitte davon abbringen? Du hast doch die Macht, viel stärker als ich noch. 13 Lom, heil dich von deinen Zweifeln. Du wirst dich nicht gegen die Rebellion wenden. Obi-Wan, wie er immer war. Toll. Das überfordert meine Schaltkreise total. Ich fange an zu qualmen und breche zusammen. Oh. Wir werden ihn später wieder reparieren, okay? Ich hätte ihn jetzt begraben, aber wir können ihn auch. Nein, wir können ihn vielleicht noch gebrauchen. Wir packen ihn ein, genau. Schrotthandel, ne? So, die Javas freuen sich. Aber Meister, ihr müsst ihn tragen. Haben wir diese Vakuumverpackung noch da, wo wir ihn, oder passt er da nicht durch? Könnte knapp werden, aber wir können es probieren. Wir probieren es. Der Kopf zumindest. So. Also nehmt ihr seinen Kopf mit oder nehmt ihr den vollständigen 13 Lom mit? Im Grunde hat sie recht, wir könnten ja eigentlich nur den Schaltkreis mitnehmen, oder? Genau. Ja, wir nehmen nur den Schaltkreis mit. Wir nehmen nur den Schaltkreis mit. Der passt nämlich durch die Walze. Gut. Dann lass uns zurück zum Raumschiff gehen. Wir haben ja unseren Kam-Solosar überzeugen können, nun der hellen Seite der Macht sich wieder zuzuwenden. Ist das korrekt? Das denke ich schon. Er nimmt den Schädel von 13 Lom, auch wenn ich das Gefühl habe, dass manche Leute in der Galaxis mich noch für meine Verbrechen zur Rechenschaft ziehen wollen. Es wird immer einen Gegner geben und es wird immer was dazwischen kommen. Aber ich bin bereit, an eurer Seite zu stehen. Und das die Macht wird mit dir sein. Und wie sagte Meister Yoda, versuchen gibt es nicht. Es gibt nur tun. Und ich habe das auch nie so richtig verstanden, was er damit meinte, aber ich werde es tun. Wahrscheinlich meinte er, man soll nicht zaudern, wenn man sich entschieden hat. Dann will ich hiermit meine Entscheidung treffen und sie auch nicht bereuen. Juhu. So sei es. Das ist eine deutlich bessere Aussage. Ich verstehe nicht, warum er immer so in Rätseln sprechen musste. Kehren wir heim. Und so marschiert das kleine Trüppchen aus dem vierarmigen Alporatin, Master Luke Skywalker und Cam Solosar, den du als ersten Schüler berufen hast, zurück zu eurem Raumschiff. Und so funktioniert das mit dem Rollenspiel. Ja. Es ist eigentlich ganz simpel. Kleine Geschichte gewesen. Meistens wird viel mehr gewürfelt und Kämpfe sind viel komplizierter, aber ich mag das einfach zu beschreiben und dann hin und wieder zu schauen, wie gut es funktioniert. Das läuft eigentlich sehr viel besser. Ja, das ist das, was wir bei Orgenspalter TV regelmäßig machen. Also wir spielen Star Wars, auch eine Geschichte, wo Luke Skywalker gerade seine Akademie versucht aufzubauen auf Yavin und alle möglichen anderen Sachen. Und was machen die letzten Geeks der Woche, der letzten Geeks der Nacht? Wir machen auch das, was wir eben gemacht haben. Wir bringen halt das Chaos rein. Ja, sehr erfolgreich. Oder auch anders gesagt, wir fragen uns auch, was wir machen. Okay. Genau. Es ist ungeklärt. Es passiert einfach. Manchmal ist es geplant, aber dann es kommt immer anders, als es dann doch geplant ist. Und das ist ganz schön. Und das hält es frisch und macht Spaß. Ja, und es war auch nicht das erste Mal, dass ihr Rollenspiel gespielt habt. Ihr habt ja schon ein bisschen damit rumprobiert. Ja. Nein? Ja. Du hattest mir vorhin davon erzählt. Und ich glaube, was der Hans-Georg macht, das brauche ich gar nicht so weiter ausführen. Du bist Schauspieler. Hin und wieder auch Umzugshilfe. Jetzt bin ich mehr Rentner. Aber hin und wieder gelingt es ja Leuten, dich zu überreden, nochmal bei einem Hörspiel mitzumachen. Ich spreche noch, aber ich drehe nicht mehr und spiele kein Theater mehr. Ja. Okay. Gibt es da eigentlich aktuelle irgendwie Projekte? Laufend, ja. Ich muss dann wieder zur STI und wir haben die Simpsons, kommen wieder, Smithers, dann kommt Family Guy wieder, GGD und ja, es läuft die ganze Zeit. Okay. Das heißt, noch viele, viele Staffeln, viele Folgen, die wir deine Stimme hören können. Also Rentner bist du ja dann doch nicht so richtig. Nicht so wirklich. Hm? Rentner bist du ja dann doch nicht so richtig. Wenn naja, doch, man darf ja was dazu verdienen. Ach so. Ja. Muss man ja in Deutschland fast, habe ich mir sagen lassen. Aber
Ja, es war mir eine große Freude. Ich fand es wirklich sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass das möglich war. Vielen, vielen Dank auch an das Publikum mit Namenshilfe und Obi-Wan, dass du mich erscheint. Dankeschön. Applaus auch für euch. Und natürlich vielen, vielen Dank an Orkenspalter TV und in dem Fall Mairi für die tolle Spielleitung. Schaut rein bei Orkenspalter TV, auf Twitch Live, auf YouTube. Und wenn euch das gefallen hat, lasst es uns wissen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das... wir reden gleich mal noch drüber, dass so in Ordnung war, wie wir. Wann wir das nächste Mal machen, wolltest du fragen. Richtig, wann wollen wir das nächste Mal machen? Das müssen wir eben sprechen. Auf der Neues Force Con 7. Auf dein nächstes, ja. Das dauert ja noch ewig. Wieso? Müssen wir nicht jedes Mal Corona kriegen, oder? Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass ihr wieder in einem regelmäßigeren Turnus kommt, die Neues Force Con. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder hier zu sein. Und ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke euch. Die Kamera.